Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Dying Light. Ja, es sind jetzt auch wieder, was waren es, 2 Wochen her. Ach ja, Shift und W ist ja immer noch da. Ist wieder 2 Wochen her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Kam wieder ein Update raus. Also ich glaube 2 Updates kamen für Dying Light raus und 1 für Nvidia Shadowplay. Also ich hoffe, alles klappt. So. Wenn ich aufhöre zu stöhnen, wenn ich stehe. Alter. Ist ja gut. Wir haben der große Knall aktuell. Ich habe keine Ahnung, welche Quests wir noch alle haben und machen müssten. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Okay, den kriege ich. Oder einfach fetten Lag und nichts passiert. Ja, toll. Okay, den habe ich. Mit H konnte ich mich verbinden, genau. Und F ist suchen. E ist Kick. Was? Ach, da ist... Dacht schon. Okay, wie machen wir das am besten? Wir brauchen die Batterie von dem. Das heißt, wir müssen den so oder so außer Gefecht setzen. Dropkick! Sehr gutes Timing. Au, 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 au. Das war kein gutes Timing. Alter! Das, was du kannst, kann ich auch. Ich kriege ja gerade voll auf die Fresse. Kein guter Start ins Spiel. Läuft aber auf immer. Immerhin läuft so. So. Ist jetzt gut. Alle ruhig. Haben wir uns beruhigt? Gut. Dann kurz looten. Das war's auch schon mit Loot. Wie ging nochmal das Scannen? Q? Ah, mit Q, okay. Falsche Taste. Okay, wir haben die Autobatterie. Dann können wir auch schon zurück. Das war es eigentlich schon. So. Wozu braucht man nochmal die ganze Batterie? Wenn ich das noch wüsste. So. Kurt, hallo Kurt. Ich hab die Batterie. Wir haben Kurt. Also ein Gehäuse. Besorg mir jetzt vom Schrottplatz noch Altmetall als Schrapnell. Schau dich danach in Läden oder Lagerhäusern nach Zucker und ein paar Kabeln um. Mit dem ganzen Kram baue ich eine Bombe, die auf einen Schlag 100 Infizierte zerfetzt. Klingt gut. Ah, jetzt weiß ich wieder, was wir machen müssen. Und ich glaube, irgendwas mit den Optionen ist ein bisschen verstellt worden. Ich muss das mal nachschauen. Sprachlautstärke drehe ich doch ein bisschen zurück. Ich habe das Gefühl, die ist jetzt sehr laut gewesen. Das sollte das Schrapnell genügen. Zucker. Nicht gerade der reinste. Gehen diese Kabel hier? Jo. Gut, wir haben alles. Ich melde mich bei dir, wenn das Ding fertig ist. Sehr schön. Warten. Einmal raus. Vielleicht einmal wieder rein. Ist fertig? Noch nicht. Hätte ja sein können, okay. Dann machen wir einfach mal ein bisschen Action. Oh ja. So. Ach, Tarnung wollen wir nicht. Ich höre irgendwas. Ach, da hinten ist was explodiert.
Nee, das ist nur roter. Das war seltsam. Irgendwas machen die da oben. Und der kann ich nicht. Ach, ist tot. Wie lange müssen wir warten, bis er die Bombe fertig hat? Ja gut, wir machen jetzt einfach mal eine andere Quest weiter, würde ich sagen. Weil solange... Oh, es steht eine Waffen-Upgrade zur Verfügung. Okay, das ist gut zu wissen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wieso mir das angezeigt wird. Ich meine, wir haben hier F6. Das alles drin. Die Feuerwerks ist eh bald weg. Hier können wir nicht F6 drücken. Und den Hammer habe ich ja nicht. Den werfe ich eh, verkaufe ich eh. Mal sehen, was hier das Schlachthaus-Hackmesser wäre. Vielleicht noch ganz gut. 137, das wäre mal was Besseres. Ich schaue eh nur nach den blauen Waffen. Und der 100, das ist jetzt nichts Besonderes. Den werde ich wahrscheinlich auch verkaufen. Wahrscheinlich das Hackmesser mal. Ein bisschen mit scharfen Waffen hantieren. Wir nehmen ja immer nur stumpfe Schlagwaffen bis jetzt. Außer die Axt, das ist eine Ausnahme. Okay, hier haben wir ein Ausrufezeichen. Aber unten. Von dir? Was gibt's Neues? Jafar? Jemand muss die Antenne eingeschaltet haben. Wir bekommen Signale aus der ganzen Stadt. Eins davon ist von Hansons Gruppe. Hanson war für die Sicherheit im Turm zuständig, fand das Gebäude aber zu unsicher. Er wollte die Leute woanders hinbringen. Brecken wollte davon natürlich nichts wissen, also machte er sich mit einigen anderen davon. Seitdem haben wir nichts von ihnen gehört. Bis heute. Aber hör selbst. Hier spricht Zeref aus Hansons Gruppe. Es gab einen Unfall und wir brauchen Hilfe. Ich weiß nicht, wer zuhört. Daher kann ich nicht ins Detail gehen. Bitte kommt schnell. Es wiederholt sich. Weiß Brecken davon? Er will kein Risiko eingehen und erst dann einen Kurier losschicken, wenn wir jemanden gesprochen haben. Vielleicht gehe ich mich mal umsehen. Keine schlechte Idee. Hanson führt ein straffes Regiment. Keine Ahnung, was unter ihm überhaupt schief gehen konnte. Okay. Absolute Sicherheit. Wir haben eine neue Quest. Und irgendwo da hinten ist ein Paket runter. Das wollen wir aber nicht, weil... Kriegen eh genug. So, wieso auch immer hier hochklettere. Ich glaube einfach nur wegen den Punkten, die man kriegt. So, ich wollte eigentlich Inventar, um nach den Quests zu schauen. Okay. Karte, ist die erst in der Nähe? Wir hätten hier den Futterplatz, den müssen wir auch noch einjagen. Das Paket, da ist wahrscheinlich noch eine Quest. Es gibt viel zu tun. Auf jeden Fall. Okay, hier oben haben wir Hansons Gruppe. Das ist dort, wo wir letztes Mal die ganze Zeit waren. Und noch ein Cherry-Paket. Die Frage ist, sollen wir einfach da rüberrennen und mal checken, was der will? Wir haben nichts besonders Wichtiges sonst, das wir tun müssten. Wahrscheinlich alles hier rechts, ja. Das machen wir dann, wenn wir wirklich da alles auf der anderen Seite gemacht haben. Hier ist noch eine, hier ist noch ein Ausrufezeichen. Da gehe ich noch hin und ich wähle die Quest absolute Sicherheit aus. Ich würde sagen, das sollte gehen. Ah, okay, wir können da schlafen, umziehen. Brauchen wir aktuell nicht. Oh, das klingt nicht schlecht. Was hast du denn so als Rabattaktion laufen? Mullnimmisch da, Stromkabel, Plastikteils, klar. Senseboard, wenn ich die irgendwann mal... Deutscher Millimeter, Auffüllverbund, ja, ist jetzt nichts Besonderes. Verkaufen. Er will einfach nur toxische Flechte, zu teuren Preisen kann ich sie verkaufen. Ich werde eher mal hier die ganzen Crap-Items verkaufen. So, müsste. Und alle Wertsachen. Sehr gut.
14 toxische Flechten für 100. Das ist schon. Aber wir, ganz ehrlich, brauchen wir das? Ich denke eher weniger. Wir haben garantiert genug Geld aktuell. So, okay, dann hier. Nein, nicht hier. Kann ich hier rein? Du bist also endlich gekommen. Dahlia heißt sie. Das sieht ziemlich nach irgendwie Voodoo-Zeug aus. Vor allem mit der Puppe hier. Ich habe schon vor Tagen nach dir geschickt. Bist du immer so langsam? Bist du etwa stark genug, meinen Rufen zu widerstehen? Gut. Die Willensstärken sind schwieriger. Aber bei ihnen lohnt es sich auch viel mehr. Du bist die Hexe, oder? So viel Geringschätzung. Natürlich glaubst du nicht an solche Dinge. Ich bin hier, weil du über eine besondere Gabe verfügen sollst. Du willst wissen, wie ich mich unbehelligt unter den Untoten bewegen kann. Ist dem nicht so? Ah, ist das möglich? Ob du es kannst? Nein. Du bist zu unreif für diese Art von Erkenntnis. Aber ich habe etwas anderes. Etwas, was ich für dich herstellen kann. Und was willst du dafür haben? Du bist nur hier, weil ich es so wollte. Ich will auch, dass du diese Fähigkeit erlangst. Nur so wirst du mir von Nutzen sein. Heute Nacht wirst du zu den Höhlen gehen, während die Schattenjäger auf der Jagd sind. Sammle so viele schwarze Pilze, wie du tragen kannst. Ich bereite dann daraus eine Tinktur für dich zu. Mehr brauche ich nicht von dir. Fürs Erste. Hexengebräu. Klingt interessant. Da habe ich irgendwie zwei. Du vermasselst wirklich. Ja. Und geht doch. Wieso läufst du weg? Bastard, komm zurück. Alter. Zerlegt habe ich den. Okay. Die Bombe ist sicher. Also die Bombe. Alter, was? Lag. Ich hoffe, ich muss nicht wieder so viel schneiden wie beim letzten Mal mit den ganzen Lags drin. Aber wahrscheinlich komme ich da nicht drum rum. Gut, die Frage ist, wir können eigentlich wieder zurück und das Zeug abholen, weil wir sind ja direkt hier. Auch wenn die Quest gerade nicht aktiv ist, ich denke, das wird trotzdem klappen. Kann ich da? Nee, das ist zu wenig. Und rein. Und hallo. Ja, einen Prototypen dort auf dem Tisch. Zum Testen freigegeben. In der Nähe gibt es einen verbarrikadierten Tunnel. Am Tag wimmelt es da drin von Schattenjägern. Nachts sollte er relativ leer sein. Das ist der beste Ort für einen Bombentest. Alles klar. Ich werde dir berichten, wie es lief. Noch was. Denk an die Böller. Die Bombe geht hoch, sobald sie aufgehört haben zu knallen. Das ist dein Zeitfenster, um da rauszukommen. Viel Glück. Okay, wieso nicht? Die Quest wäre aktualisiert. Hä? Nein, wir müssen noch die Bombe auf den Tisch nehmen. Kurzbombe. Ja, sieht nicht schlecht aus. Bisschen unhandlich, aber gut. Passt immerhin in die Hosentasche bei uns. Gut, bevor ich das mache mit der Bombe, haue ich mal jetzt diese... Finden Sie Hansons Gruppe. Und rüberspringen. Neue Wendigkeitsstufe. Sehr gut. Da schaue ich gleich mal rein. Vor allem, ich glaube, es wird auch bald dunkel. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Aber für eine Fertigkeit reicht's immer. Okay, Wendigkeitsstufe. Wir haben brutaler Wurf. Mit Wurftechnik geworfene Feinde liegen am Boden und können so schnell erledigt werden. Das ist einfach dieses zur Seite werfen. Rutschen, Beinbrecher. Wenn sie beim Rutschen treten, brechen sie gegen die Beine. Sehr geil. Klingt nicht schlecht.
Überspringen. K.O. durch Überspringen. Gegner, betäubte Gegner, die sie übersprungen haben. Hä? Betäubt Gegner, die sie übersprungen haben, 5 Sekunden lang. Jetzt sag gerade. Auch nicht schlecht. Heilung ist eh klar. Dropkick-Bombe, ja, wir. Ja. Sofortflucht, mit dieser können sie. Griff des Beißes. Okay, das klingt echt nicht schlecht. Vor allem, weil wir doch ein paar Mal gebissen werden. Abfedern ist eh. Rückschlag. K.O. durch Überspringen klingt geil. Der Rutschbreinbrecher auch. Aber ich nehme mal die Sofortflucht. Weil ich glaube, das kann uns wirklich sehr gut helfen.